Friday. Es scheint sich ganz viele Leute darüber Gedanken zu machen, was sie am Heiligen Abend kochen. Das ist völlig klar. Ich freue mich auch schon sehr auf Weihnachten. Und gerade beim Weihnachtsessen kommen ja die verschiedensten Personen zusammen. Der eine mag Fleisch, der andere isst Fisch, der andere mag es lieber vegetarisch und der andere mag es lieber vegan. Aber bei der Soße sind sich alle einig. Soße passt zu allem und ist sehr lecker. Und ich habe sehr viele Mails von euch bekommen und viele von euch haben mich gefragt, wie kann man es denn nun machen? Eine leckere vegane Bratensoße. Heute zeige ich euch meine Variante. Also viel Spaß! I wanna talk to you. I gotta talk to you. Fangen wir an mit unserer festlichen Soße. Du benötigst auf alle Fälle ein paar Möhren, Knoblauchzehen und rote Zwiebeln. Dann auf alle Fälle noch Sojasauce. Außerdem verwende ich noch einen Johannisbeersaft. Du kannst aber auch gerne Rotwein nehmen. Dann noch ein Olivenöl und etwas Margarine. Natürlich auch noch Thymian und Lorbeerblätter. Einen kräftigen Balsamico-Essig. Ein bisschen Zucker, etwas Pfeffer und Weißwein. Weiterhin verwende ich noch ein Tomaten-Erdbeer-Chutney, etwas Dinkelmehl und ein bisschen Senf. Und jetzt kann's losgehen. Ich beginne wie so häufig mit dem Abpellen vom Knoblauch und Zwiebeln. Dann wird das Ganze schön klein geschnitten, damit man es später auch gut anbraten kann. Das Brett habe ich schon draußen, somit kann ich die Möhren gleich hinterher schicken. Einfach schälen, klein würfeln und dann können die Zwiebeln auch schon 2 bis 3 Minuten scharf angebraten werden. Jetzt ist es Zeit für die Möhren in die Pfanne zu hüpfen. Die Möhren werden auch 3 bis 4 Minuten angebraten. Spätestens jetzt duftet es im Haus schon herrlich. Jetzt gebe ich das Lorbeerblatt und den Thymian hinein, rühre das Ganze gut um und gebe noch etwas Zimt hinzu. Jetzt das Ganze nochmal gut anrösten, damit die Möhren eine dunklere Farbe bekommen. Und dann kannst du den Herd auch etwas runterstellen. Und an dieser Stelle gebe ich den Zucker hinzu, rühre das Ganze ein paar Mal gut um, schnappe mir mein Mehl und gebe das Ganze langsam und Stück für Stück unterrühren zu den Zwiebeln und zu den Möhren. Hast du das Gefühl, die Hitze in der Pfanne wird zu groß, zieh sie einfach vom Herd und rühr weiter und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Und jetzt geht auch alles ganz schnell. Ich gebe meinen Johannisbeersaft und den Weißwein hinzu, Balsamico-Essig und das Erdbeer-Tomaten-Chutney. Falls du so ein Chutney nicht zur Hand haben solltest, nimm einfach Johannisbeergelee oder Himbeermarmelade oder was du im Haus hast. Das Rezept zu den tollen Tomaten-Erdbeer-Chutney findest du bei mir auf dem Blog. Das lässt sich auch wunderbar mit anderen Früchten herstellen und ist zum Kochen ein echtes Gedicht. Ist das Ganze gut verrührt, gebe ich meinen Gemüsefond hinzu. Ich rühre das Ganze ein paar Mal gut um und gebe jetzt den Senf hinein. Das Ganze lasse ich eher auf kleiner Flamme, ca. 35 Minuten köcheln, hin und wieder mal umrühren und dann kann das Ganze auch schon abgeschmeckt werden. Ist deine Soße abgeschmeckt, geht es weiter. Ich fische jetzt das Lorbeerblatt raus und jetzt ist es Geschmackssache. Du kannst die Soße so lassen, wenn sie dir gefällt. Ich püriere sie aber nochmal durch. Durch das Pürieren bekommt sie nochmal so eine extra Sämigkeit und wird etwas dicker. Du entscheidest aber selber, wie du das gerne essen möchtest. Möchtest du deine Soße auch pürieren, rein damit in den Mixer, auf höchster Stufe gut durchmixen und dann ist die Festtagssoße auch schon fertig. Ich wünsche dir viel Spaß beim Kochen und eine frohe Vorweihnachtszeit. Ihr habt gesehen, es ist ganz einfach. Und falls euch noch andere Varianten einfallen oder euch noch Zutaten einfallen, die ihr vielleicht noch hineingeben wollt, nur los, seid kreativ. Es gibt viele Arten, eine tolle Soße herzustellen. Und nicht vergessen, lasst dem Video unbedingt einen Daumen hoch da, falls es euch gefallen hat. Ihr könnt gerne auch das Video mit eurem Freundeskreis teilen. Und wer jetzt noch mehr Rezepte rund ums Weihnachtsfest sucht und haben möchte, der klickt sich bitte in die Infobox. Ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Also macht's gut, bis Montag und tschüss.